Wir wollen nun jetzt die Schaltzustände und Zeitverläufe des Tiefsatzschalters auch im diskontinuierlichen Betriebsmodus betrachten. Das heißt, wir gehen davon aus, wie bei den anderen Schaltungen, wie wir das vorher auch hatten, wir betrachten die Schaltung, werden wieder unseren Schalter mit einem pulsweitenmodulierten Signal ansteuern. Da hat sich jetzt bisher nichts geändert, aber wir haben jetzt den Fall, dass wir einen Lastwiderstand haben, dass der Strom in der Induktivität zu Null wird und dass wir zeitweise hier also keinen Strom in der Induktivität kriegen werden. Fangen wir zunächst an. Wie sieht das aus? Wir werden also wieder ein Steuersignal haben, pulsweitenmoduliert, dass wir während einer Einschaltzeit d mal t den Schalter eingeschaltet haben und dann für den Rest der Periode aus. Das heißt, tatsächlich haben wir jetzt hier in diesem ersten Intervall einen ersten Schaltzustand. Dort ist der Schalter eingezeichnet, die Diode d ist aus. Das können wir jetzt aufmalen. Wie wir das auch schon beim normalen Tiefsatzschalter im kontinuierlichen Betriebsmodus hatten, hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Schaltung aufzeichnen, haben wir die Eingangsquelle über den geschlossenen Schalter an die Induktivität angeschlossen und es wird Energie von der Eingangsspannungsquelle aufgenommen. Es fließt ein Strom über die Eingangsspannungsquelle, die Induktivität, in den Kondensator und den Lastwiderstand in diesem Zustand. Wir können dann hier jetzt betrachten die Spannung über der Induktivität. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Spannung UL betrachten, haben wir hier die Differenz aus Eingangsspannung minus Ausgangsspannung ist UE minus UA. Wir wollen dann uns auch angucken, wie der Strom aussieht. Tatsächlich werden wir jetzt im diskontinuierlichen Betriebsmodus sein. Die Spannung UL wird jetzt hier größer als 0 sein in diesem ersten Zustand, weil beim Tiefsatzschalter die Ausgangsspannung immer kleiner ist als die Eingangsspannung. Also haben wir hier zunächst während dieser Einschaltzeit eine positive Spannung. Damit eine Stromzunahme, UL ist gleich LDIL nach DT, die Spannung UL ist aber größer als 0, also kriegen wir hier eine Zunahme des Stroms von 0 auf einen Maximalwert. Warum von 0? Weil wir im diskontinuierlichen Betriebsmodus sind, weil wir haben jetzt hier die Spannung angelegt, aber wir hatten gesagt, dass jetzt der Lastwiderstand so groß ist, dass wir hier bei einem Strom von 0 beginnen. Das heißt, hier haben wir die Spannung UE minus UA, diese ist positiv, also nimmt der Strom erstmal zu. Was passiert dann? Wie beim normalen Betriebsmodus wird jetzt zunächst der Schalter ausschalten. Das heißt, wir werden einen zweiten Zustand kriegen. Hier wird jetzt der Schalter ausschalten und die Diode einschalten. Warum schaltet die Diode ein? Tatsächlich erzwingt die Induktivität ein Weiterfließen des Stromes in diesem Kreislauf, weil zum Ausschaltaugenblick hier oben, das heißt, wenn hier der Schalter gerade ausgeschaltet hat, ist der Strom positiv in der Induktivität. Er muss also weiterfließen, weil es die energietragende Größe ist. Und die Induktivität wird dadurch eine derartige Spannung induzieren, dass jetzt die Diode in Flussrichtung gepolt ist und nur über diesen Pfad kann dann bei einer Unterbrechung durch den Schalter der Strom weiterfließen. Das heißt, im zweiten Zustand auch dort das gleiche, wie wir es bisher hatten. Der Schalter schaltet aus, die Induktivität erzwingt ein Weiterfließen des Stromes durch die Diode. Der Ausgang ist jetzt aber getrennt vom Eingang, das heißt, die Induktivität wird in diesem Zustand hier die Energie liefern, um die Parallelschaltung aus Lastwiderstand und Ausgangskondensator zu versorgen. Und der Energiefluss kann weiterhin kontinuierlich in den Ausgang rein bleiben. Das heißt, wenn wir auch hier jetzt betrachten den Strom IL und die Spannung UL, haben wir jetzt die Spannung UL2. Wenden wir hier die Maschenregel an, kriegen wir dasselbe wie beim Tiefsatzschalter im kontinuierlichen Betriebsmodus. Wir kriegen jetzt die Spannung minus UA an der Induktivität, weil wir hier 0 Volt minus UA gleich UL haben. Das heißt, wir haben jetzt eine negative Spannung an der Induktivität anlegen. Damit, wenn diese Spannung konstant ist, wird der Strom abnehmen. Wir kriegen also hier den Sprung auf eine negative Spannung minus UA. Und jetzt wird der Fall sein, dass jetzt hier der Strom abnimmt in der Induktivität. Aber bevor der Schalter wieder einschaltet, wird der Strom hier den Wert 0 erreichen. Das heißt, an dieser Stelle wird der Strom durch die Induktivität zu 0 werden, weil die Spannungszeitfläche, die negative, gleich ist wie die positive Spannungszeitfläche zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, die Induktivität wird genauso weit abmagnetisieren, wie sie vorher aufmagnetisiert hat, wenn wir im stationären Betrieb sind. Wir haben also hier auch dieses Spannungszeitflächengleichgewicht. Der Strom wird zu 0 werden. Was passiert dann, wenn der Strom durch die Induktivität zu 0 wird? Ist das ja auch der Strom durch die Diode. Das heißt, tatsächlich haben wir hier den Strom durch die Diode. Und wir wissen, eine ideale Diode schaltet dann aus, wenn der Strom zu 0 wird. Und dann entsteht jetzt ein neuer Schaltzustand, und zwar ein dritter Zustand, wo gleichzeitig Schalter und Diode ausgeschaltet sind.
Das heißt, bevor der Schalter wieder einschaltet, kriegen wir jetzt einen neuen dritten Schaltzustand. Die Diode schaltet aus. Die Eingangsquelle bleibt weiterhin abgetrennt, aber auch die Diode ist jetzt offen. Und tatsächlich male ich jetzt hier auch die Induktivität so gestrichelt ein, weil durch die Induktivität kein Strom fließt und einzig und allein der Ausgangskondensator versorgt den Lastwiderstand. Das heißt, der sorgt jetzt dafür in diesem letzten Zustand, dass wir einen Stromfluss in die Last reinkriegen, dass die Ausgangsspannung konstant ist. Wie sieht das jetzt aus mit der Spannung an der Induktivität und dem Strom? Zunächst mal, der Strom ist relativ einfach. Dadurch, dass der zu 0 geworden ist, wird er auch auf 0 bleiben bis zum nächsten Einschalten. Wenn aber der Strom zu 0 geworden ist durch die Induktivität, UL ist gleich L, DIL nach DT, ist auch die Stromänderung 0 und damit kriegen wir eine Spannung von 0 Volt an der Induktivität. Das heißt tatsächlich, hier haben wir eine Spannung UL3, die ist 0 Volt. Deswegen habe ich das hier so gestrichelt dargestellt. Der Strom ist ebenfalls 0, IL gleich 0. Und dann kann man das gedanklich sozusagen weglassen. Wir kriegen also eine verschwindende Spannung an der Induktivität. Und erst nach Ablauf der Periode wiederholen sich dann die Vorgänge periodisch. Das heißt hier tatsächlich, in diesem diskontinuierlichen Betriebsmodus haben wir jetzt einen neuen Schaltzustand. Wir kriegen sozusagen einen neuen Zeitpunkt T2, zu dem die Diode ausschaltet. Und zwischen T2 und T kriegen wir jetzt den Zustand, wo gleichzeitig der Schalter aus ist und die Diode aus und wo nur noch der Ausgangskondensator die Last versorgt. Das sind also die geänderten Bedingungen im diskontinuierlichen Betriebsmodus und tatsächlich wird das jetzt eine Auswirkung haben auf die kompletten Schaltungscharakteristiken.